Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind sie jetzt? Was stinkt hier so? Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssten hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht. Und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Aloy, hier drüben. Ich glaube, ich hab da was. Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hack es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Armer Kerl. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Maschinenkabel. Stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Da. Ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Der Zugwerfer die Trümmer weg.
besser, als ich dachte. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Der Impuls hat nicht viel gebracht. Ich sollte scannen. Wofür ist das nur? Was ist das? Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto: Greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Vielleicht komme ich da hoch. Von hier aus komme ich nicht an die Leiter ran. Die Tür sieht vielversprechend aus. Aber wie komme ich da hoch? Ich mach was falsch. Wow, hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Bitte sehr, Wahl. Danke. Menschen,
Homo Sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Phar-Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Phar-Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten bestätigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elizabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Phar-Zenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon. Aber Sie sahen noch nicht, wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Wir außen rum. Komm schon. Nicht unglaublich, dass die Alten fliegen konnten. Sie konnten enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Sieht ganz so aus. Was da oben da ist. Zwischen den Sternen. Nicht so aus, als kämen wir hier über den Fluss. Wir finden einen Weg. Gehen wir weiter.
zugewachsen. Angeberin! Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Ich sollte das Ding aus der Wand ziehen können. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Bin auf Position. Es kann losgehen. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment erpassen. Und jetzt werfen. Meiner ist auch erledigt. Beide sind dem gewachsen. Ich folge dir.